ja, es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich glaube, ich kann es noch gar nicht so richtig realisieren. Es kommt jetzt dann schon langsam mit der Zeit, aber es ist auf jeden Fall ein richtig geiles Gefühl. Wenn ich die zwei Spiele sehe, Schweiz hat nicht wirklich eine Lösung gefunden, Frankreich findet keine Lösung, defensiv steht es ganz stark bei euch. Ja, wir haben einen guten Plan entwickelt, an dem halten wir auch fest und man sieht, dass man auch gute Gegner da ein bisschen zum Verzweifeln bringen kann. Wenn ihr es nun anschaut, das nächste Spiel gegen Island, wenn ihr gewinnt, seid ihr Gruppensieger. Das ist etwas, was wohl keiner damit gerechnet hat, oder? Nein, damit hat keiner gerechnet. Aber Island ist noch ein richtig guter Gegner, den darf man nicht unterschätzen. Also wir müssen am Boden bleiben und einfach auch jetzt wieder dann, die Freude ist heute natürlich groß, aber ab morgen dann ganz klar wieder den Fokus auf das nächste Spiel legen und schauen, dass wir da wieder eine gute Leistung haben. Aber in jedem Fall, ihr habt ganz gute Möglichkeiten, um eine Runde weiterzukommen und da wird auch in Österreich drüber geredet, denke ich. Ja, es wird in den Medien jetzt schon echt viel gebracht, es wird auch im Fernsehen übertragen. Das ist eine richtig coole Sache und das freut uns natürlich. Ja. Letzte Frage, da sind ganz viele Spieler von euch, die in die Bundesliga spielen. Das hat auch damit zu tun, dass die Mannschaft sich so steigert? Ja, klar. Also gerade die deutsche Bundesliga ist eine wirklich sehr gute Liga. Da wird man immer gefordert und natürlich ist das eine gute Ausgangslage.